Zum einen bekommst du keine Sonnen vom Himmel fallend, zum einen bekommst du keine Sonnen, die vom Himmel fallen. Aber du kannst immer noch Sonnen kriegen von Sonnenblumen. Und glücklicherweise für dich hast du ein paar Puffshrooms. Das sind die, die wir eben eingesammelt haben. Ja, wir sollen so viele wie möglich davon pflanzen, denn dann sind wir A.O. gut. Ja. Ja. Gut. Schön. Crazy Dave ist mir ein bisschen... Ja, crazy, ne? So, da, also Sonnenblumen gehen immer noch, dann machen wir das, 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 das. Den Repeat, ne, die Cherry Bomb für die Notfälle immer. Ich will lieber verlangsamen, glaube ich, heute mal. Also heute, jetzt, in diesem Level. Let's rock! Wir haben Gräber. Was war's? Ach, das hatte doch noch was mit den Gräbern auf sich, wenn ich mich recht erinnere. So, ich habe nämlich, wir machen eine Verteidigungslinie mit den kleinen Pilzen hier. Ungefähr hier, das sollte, glaube ich, passen. Dann kommen die, glaube ich, sogar bis ganz nach vorne. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Und versuchen uns hier mit unseren Sonnenblumen irgendwie da oben. Natürlich. Entschuldigung. Wie soll es auch anders sein? Kann der schon von hier schießen? Nee, können sie noch nicht. Aber ab da, oder? So, jetzt haben wir erstmal eine zweite Sonnenblume. Wir machen hier hinten eine Sonnenblumenreihe und versuchen uns mit... Schießen sie. Und versuchen uns mit diesen Puffshrooms zu schützen. Und ich hoffe mal, dass das soweit auch funktioniert, aber wird schon werden. Und wie ihr merkt, bei Nacht haben wir einen anderen Soundtrack, der aber auch dieses Geschehen hier doch sehr gut untermalt. So, na komm. Jetzt können wir noch eine Sonnenblume. Ich glaube, wir machen erstmal die Reihe voll, wenn wir das schaffen. Bevor hier Millionen von Zombies anstelzen. So, hallo, ich bin ein Zombie, oh. Wenn die hier so ankommen, boah, dann gibt's Popo-Klatsche. Popo-Klatsche via à la Balance. So. Na komm. Jetzt. Ups, jetzt kommen hier schon ein paar mehr. Ich weiß nicht, stelle ich mir noch eine Sonnenblume? Ich glaube, ich stelle mir einfach hier noch eine Sonnenblume hin und schütze uns ein bisschen hier mit den Dingern. So. Haben wir auch schon unsere erste richtige Pflanze. Ah, jetzt kommen natürlich da die Maden. So. Ich glaube, noch eine Sonnenblume hier unten, das dürfte nicht schaden. Da kommt auch so ein Vieh. So. Oh, das macht einfach Spaß, wenn man sich hier sich einfach mal vorstellt, man sitzt hier in diesem Haus und sieht, wie seine Pflanzen da praktisch von alleine hier verteidigen. Ein Penny. Ein Penny, das ist ein Dollar, Geld, zumindest irgendwie. Irgendwie Geld halt. Ich hab halt eine Zeitung. So. Ich fühle mich relativ sicher hinter meinen ganzen Pilzen. Also geht schon. Ist schon möglich hier. Nee, da wollte ich den auch nicht hinsetzen. Mist. So. Gib mir noch mehr Sonnen. Sehr schön. Ich könnte jetzt eben da blocken mit meinen Blöcken, aber. Mit meinen Blöckern blocken. Mein Höckern könnte ich sie blocken. Mit meinen Blöckern blacken. Balacken, balicken? Blocken. Ja, ich spreche kein Deutsch, falls euch erfragt, das ist. Die walackige Blucki Blick. Sinnloses Gelaber hoch. Eine Million war das eben. A huge wave of zombies approach. Bro. Finde ich echt unkorrekt. Ich glaube, die kommen jetzt sogar hier aus den Löchern raus. Final Wave schon. Ja, ich wusste es, da sind die Mann. Ah, der ich noch die Sonne mit dem könnte ich. Das ist blöd. Komm, gib mir mehr Sonne. Hier einfach meine Pilze, die kosten mich ja nichts aufstellen. Ich glaube, das sieht doch relativ gut aus hier für uns. Der hat ziemlich ausgerastet, ein bisschen Geld bekommen. Und damit sind wir auch schon durch. Und haben hier einen neuen Pilz bekommen, der 25 Sonnen kostet. Wieder etwas Geld anscheinend. So.
Wir haben eine neue Pflanze. Sunshroom, also Sonnenpilz. Gibt erst kleine Sonnen und dann normale, dann normal große später. So wie die Sonnenblumen dann wahrscheinlich. Gut, dann würde ich euch sagen, springen wir mal ins nächste Level. Wieder Nacht. Crazy Dave. Hey, du hast bisher $270 eingesammelt. Wenn du $750 hast, verkaufe ich dir etwas wirklich... Ich übersetze das mal jetzt mit cool, mit etwas coolem. So. Hallöchen. Hier kommt dieser grüne Schein raus, dieser Schlabberscheiß gammelt da unten bestimmt ab. Sind schon ein paar Zombies unterwegs hier. Newspaper Zombie, Conhead Zombie. Dann nehme ich mal das mit, das mit, das mit, das Ding, den Blocker und eine Cherry Bomb für die Notfälle. Let's rock! So, ich überlege jetzt, ob wir zuerst... Ich pflanze jetzt erstmal zwei kleine Pilze hier. Kann ich gar nicht. Ja, egal. Aber ich kann es direkt danach noch in kleinen Pflanzen. Wenn ich mich recht erinnere, dann werden die dann noch... Dann wachsen die. Und dann geben die normal große Sonne. Und das ist doch einfach klasse. Ist doch richtig schnucklig, wenn die sowas machen. Also die... Mein Plan für jetzt ist... Für die Runde, glaube ich. Hinten kleine. Davor Sonnenblumen. Beziehungsweise schon vereinzelt mit den normalen... P-Shooter, wie das Ding im Englischen heißt. Also, die ganz normalen hier, die grünen. Ja. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass das so auch läuft, wie ich mir das ja wünsche. Oh. Hier mal hinstellen. Come on. Ich denke mal, das lohnt sich, diese kleinen aufzubauen, weil die werden ja dann später auch... Oh, das war jetzt schlecht. Egal. Das soll uns mal nicht aufhalten. Jetzt hätte ich dann doch gerne schon mal die größeren hier. Perfekt. So. Ja. Bei mir sind jetzt die Ferien vorbei. Heißt, in Sachsen-Anhalt sind die Ferien zum Ende. Heißt, die Schule ist wieder da. Heißt, ja, das heißt halt... Eben was es heißt. Zurück in die Schule. Stress. Arbeiten. Ferien waren schön, solange sie angedauert haben. Und da würde mich doch interessieren, was habt denn ihr in euren Ferien Was habt denn ihr in euren Ferien gemacht? Entschuldigt diesen Aussetzer. Aber wer nicht sprechen kann, muss einfach mal mit dem Köpfchen schütteln. Geht immer. So, ihr Mann. Jetzt gerade einer angewachsen. Ich habe mich gewundert, was das für ein Sound war. Da ist jetzt dieser Pilz angewachsen. Das bedeutet, der nächste wird auch gleich wachsen. Richtig. So. Ah, die sind ein bisschen hartnäckig, die Viecher hier. Ich versuche jetzt erstmal hier mich ein bisschen ordentlicher zu verteidigen. Damit ich mir schon noch eine Sonnenblume leisten könnte. Ah, ein bisschen Geld. Geld ist immer gut. So. Hat der nächste schon wieder angewachsen. Jetzt gibt es hier wieder ordentliche, schöne Sonnenproduktion für uns. Mache ich mir keine Sorgen, dass wir hier... Dass uns hier die Sonnen ausgehen. Ich mache mir nur Sorgen, dass es hier gleich Krieg gibt. Den blöden Zombies. Weggeschmankelt. Ach, wir haben ihn natürlich abgeschossen. Er wollte... uns ja essen. So. Er hat gerade den kleinen Pilz einfach aufgegessen. So. Dann antworten wir mit noch einem Pilz. Und mit einem weiteren P-Shooter, denke ich mal. So. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier gleich vorne wegsprengen. Denn die kommen ja irgendwie ein bisschen doof hier, die Typen. Wie viele Sonnen wir haben. Hier hin. Weggeramst, die Omi. Einfach nur ein bisschen, um die aufzuhalten. Platziere ich hier immer ein paar Pilze. Na gut. Den hier mal rausgraben. Das Ding da reinstellen. Die Schaufel wird jetzt... Jetzt! Wird sie langsam nützlich. Am Anfang haben wir sie noch nicht so wirklich gebraucht. Aber jetzt, wo wir sie brauchen, ist sie schon von Nutzen, kann man sagen. Aber die Pilze haben wir nicht.
gehen wir hier wieder hin. Wir haben sogar zu viele Sonnen. Mal gucken. Jolidodido. 375 Sonnen und irgendwie nichts wirklich zum Pflanzen. Müsste ich ja langsam mal anfangen, hier auszustocken. Wäre natürlich eine Idee. Die Eimer 40 nerven mich. Direkt mal beide weggesprengt. Das ist ja auch nur zu ihrem Besten, damit sie nicht einen langsamen Tod durch Pflanzensamen sterben müssen, nicht wahr? Jo. Ja. Yeah. So. Oh, oh, oh. Gut. Ja, was kann ich dir jetzt eigentlich noch erzählen hier? Wir haben das Level anscheinend schon in Level 2. Übrigens hat bei Level 2.2, das heißt, wir haben wohl eindeutig schon ein bisschen was geschafft. Ein großes Goldstück. Interessant. Schön. Schön, schön, schön. Freut man sich hier. Die mal aufhalten. So viele Sonnen. Oh, viele verflucht, viele Sonnen. Viele verflucht, viele Sonnen. Den kleinen Pilz nochmal als Schutz vorne hinstellen. Den kann man sich auch immer relativ gut verteidigen. Oh, hier werde ich mal sprengen hier. Ah, hier. Bam! So, ich denke mal, wie man das leider schneller wird. Ich ging ja gerade alles ziemlich auf Klappe. Mal ein bisschen Stress hier, ey. Unfassbar. Habe ich jetzt danach schon gewonnen, ich denke. Der Blöde hier, der braucht immer so lange zum Sterben. Gut. Was haben wir denn da? Kostet 75 Sonnen. Wir schauen uns das mal direkt an. Ja, was haben wir denn hier? Ein Fume Shroom. Er schießt Fumes? Also jetzt nicht die... durch die Bildschirmtore durchfliegen können. Okay. Was sollen wir davon halten? Ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, wir beginnen das nächste Level jetzt. Oder erst in der nächsten Aufnahme. Ich denke mal, wir machen es in der nächsten Aufnahme. Und es müsste zeitlich, glaube ich, auch die nächste Folge sein. Also, verabschiede ich mich jetzt hier erstmal mit einem freundlichen Tschüss. Und ich wünsche euch eigentlich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.